Minecraft und los. Ja, und willkommen zurück zu Minecraft. Mal sehen, wir stehen hier und schauen gerade in das Loch hier. Ja, jetzt ist der Mikrofonton wieder okay. Das letzte Mal war es leider irgendwie zu leise. Es ging gar nicht, finde ich, aber ich habe trotzdem die 3 Folgen jetzt rausgehauen. Und ja, müssen wir halt mit leben, ne? Es war ja trotzdem genug Action. Wo stehen wir denn hier? Und was habe ich überhaupt vor? Ja, ich habe hier meine Wand und hier alles so ein bisschen ausklamüsert. Was haben wir denn in der Kiste? Ach, guckst du mal. Da haben wir Lapis Lazuli in einer Schüssel. Da ich gesehen habe, dass man jetzt daraus irgendwie Deko-Blöcke machen kann, will ich das mal einmal gerade versuchen. Weil so ein bisschen Deko wäre ja mal nicht schlecht. Ach, ihr hört jetzt gerade Vogelgezwitscher. Ich hatte einfach jetzt mal Lust ein bisschen hier was anderes als Dudelmusik. Einmal gerade Dudelmusik am Anfang natürlich war da. Aber jetzt haben wir hier halt wunderschön. Ja, hat nicht gereicht. Jetzt haben wir hier halt wunderschönes Vogelgezwitscher. Aber nicht allzu lange. Ich mache dann vielleicht zwischendurch auch dann wieder andere Musik an. Mal schauen. Ton. Achso, ja. Ton. Und habe ich noch was zu essen dabei? Ein Steak. Nehmen wir trotzdem schon das gebratene Schweinefleisch mit. Ansonsten habe ich alles bei mir, was ich gebrauchen könnte, würde, sollte, tun, würde, wollte, würde. Knochenmehl. Achso, ja. Knochenmehl. Ich habe jetzt auch endlich hier... Ich habe jetzt Ton im Spiel. Ich habe hier... Ja, da nickt er. Ich habe hier meinen Skin und ich habe anständige Werkbank und so weiter. Ja. So, ja, Deko. Was dekorieren wir denn? Mal überlegen. Könnte man hier vielleicht so ein bisschen was? Nee, doch, weiß nicht. Ja. Dann haben wir hier Buddel. Ja, da kommen wir nämlich an die frische, freie Luft. Ach ja, ich hatte überlegt, ob man da Glas hinmachen könnte. Das habe ich ja ganz vergessen. Habe ich hier zufällig Glas... Da, nee, ist kein Glas. Hier ist Ziegel. Wunderschön. Ja, pink. Da kommen wieder Points. Habe ich hier noch was ich braten müsste, sollte, könnte? Nö. Dann, was brate ich denn dann? Sag mir das mal einer. Für normalen, ist das, das ist Pflasterstein und das ist auch Pflaster. Ich habe mir überlegt, dass ich wahrscheinlich noch normalen Stein brauche. Hau ich den mal da rein. Ich muss bald wieder auf Kohle-Expedition gehen. Dann erklimm ich mal, besuche ich halt mal die Schlucht, die ich da ja im Meer habe. Die könnte ich ja gebrauchen vielleicht. Da gibt es bestimmt Dinge. Also, heute kommt wahrscheinlich noch eine Expedition gleich. Ich will aber auch mein Strandgebäude fertig bauen, wo ja noch nur ein bisschen Überraschung ist, was das wird. Wow, stylisch! Voll die Deko hier. Das finde ich aber hübsch, dass hier die Lapis Lazuli-Blöcke, die hat die Honeyball aber wirklich schön gemacht. Sieht ein bisschen auch so handgemalt aus. Stylisch, toll, wunderbar. Jetzt muss ich einmal gerade von außen hier noch dicht klöppeln. Wo das auch schon schick aussieht, aber nee, das ist mir dann noch etwas zu... Na, was war das denn? Nee, ich wollte jetzt aber hier nicht... komme ich jetzt da raus? Ich will kein... Hallo? Ich will kein Chat. Lass das. Lass das. Ich will nicht... Ich will hier... ESC. Oh, gute Idee. ESC, immer eine gute Idee. Dings. So. Ja. Die Pfackel muss dann wohl weg. Olle Pfackel. So. So. Ja, ich frag mich, ob ich hier so ein bisschen so... Nee. Ob ich hier so ein bisschen so... Da müsste aber diese wunderschöne Blume wieder auch noch aus der Ecke. Das ist doof. Ne? Das ist, ist doof. Oh oh, es wird dunkel, sehe ich gerade. Es wird ja dunkel. Naja, da kann man nichts tun.
Das sieht auch ganz nett aus, außer dass ich jetzt nicht mehr an meinen Kies da drunter komme. Ist blöd, ne? Ist blöd. Ist blöd. Ja, das ist sehr blöd. Ne, das machen wir wieder weg. Ah, ich werde jetzt hoffentlich nicht von hinten von einem Creeper angegriffen. Da habe ich ein bisschen Schiss vor. Ein bisschen Schiss vor. Aber ich will das jetzt noch fertig gemacht haben hier. Na, will sich irgendwer mit mir anlegen? Nein? Gut. Habe ich kein Problem mit. Und wir... Ja, ich mach's noch dicht. Wollen wir mal nicht mit Erde sparen hier. Mehr klotzen als kleckern. Mehr kotzen? Nee, Moment. Ja. Okay. Sieht ja ganz nett aus, ne? Ne, das sieht wieder blöd aus. Ja, so ein bisschen Terraforming ist doch immer lustig. Jetzt nehme ich hier zwei Blöcke raus. Ja, das sieht nett aus. Zwei Blöcke. Ein Block. Wie auch immer. Blume kommt dahin. Schick. Und, ja, wo ist mein Kies? Kies! Kies! Ach, Kies habe ich schon in der Hand quasi. Ja. Ich will ja hier eigentlich einen Weg mit zwei Dingens haben. Oh nein, es ist dunkel. Wahrscheinlich... Ich bin blöd. Wahrscheinlich macht es gleich hinter mir Bumm. Ich gehe mal davon... Da fliegt wieder einer. Es macht gleich hinter mir bestimmt Bumm. Obwohl, warum sind denn hier keine Monster? Sag mal, das mal einer. Hier, Schwierigkeitsgrad normal. Ja. Tja. Trotzdem keine Monster. Ich will aber gleich wen tot hauen. Das mache ich gleich noch. Kies. Kies war das Zauberwort. Nicht Salakadusa, Mensch, Kabula, Bibidi, Babidibu, sondern Kies. Ist das Zauberwort am heutigen Tag. Licht. Nee. Schick. Ey, hören Sie auf rumzuhüpfen. Ja, na gut, ich gehe mal ganz schnell schlafen, bevor mich einer tot haut. Oder bombt. Nacht. Ratzepü, 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 Ratzepü. Ja. Na. You want to go outside? Draußen ist doch gefährlich. Ist hier irgendwen, den ich noch tot kloppen kann? Sir, Sie sind hier auf meinem Grund und Boden. Bitte gehen Sie weg. Hallo? Ist hier echt keiner? Warum ist hier denn keiner? Macht mir jetzt aber gerade zu schaffen. Ich hüpf. Hab ich den gesehen? Nee. Ich. Manu, ich komme nie auf diesen Berg um. Da hüpft einer durch die Gegend. Na, wisch ich den, wenn ich den haue, der haut mich wahrscheinlich tot. Da haben wir direkt am Anfang dann gefailt. Mäh. Wir müssen hier bald mal eine... Ich meine, das ist hier schon eine... Das ist ja alles schon so eine Freilandzucht. Mit den Viechern. Das ist so... Es sind so viele Schafe und Kühe, also Rinder und... Hast du nicht gesehen? Das ist der Wahnsinn. Da kann man nur staunen. Und hier haben wir schon unser Wäldchen. Toll. Ach ja, mit dem halben Baum. Sehr blöd. Genau, der ist ja weggebombt geworden gewesen. Das Loch lasse ich aber erstmal hier. Das kann man ja für einen Keller benutzen, würde ich mal sagen. Ja, Keller. Ja. Plopp, da war der erste Setzling wieder. Na komm, runter Holz. Plopp. Und ja, der Rest geht ja von alleine weg, ne? Der geht von alleine weg. Ah, Keller-Dings. Bums. Vielleicht komme ich zwar nicht mehr aus dem Loch raus, aber, tja. Pech. Das hier in der Mitte. Ich
Okay, noch einen in die Tiefe. Jetzt komme ich wirklich nicht mehr aus dem Loch raus. Naja, muss ich mich gleich hoch wieder buddeln, hoch wieder dingsen mit Erde. Und wieder ist Gras hier drin gewachsen. Ach. Merkt man eigentlich, dass ich so ein bisschen ruhiger bin, weil hier so Vogelgezwitscher ist. Es ist so angenehm hier draußen. Das ist so, es macht es ein bisschen realistischer. Ich habe schon überlegt, ob ich den Matmos-Mod installiere, aber den gibt's ja wohl noch nicht, oder? Ich weiß nicht, mit wegen hier neueste Version und so. Ich habe schon eben auf Ja geklickt, als mich Minecraft gefragt hat, ob ich die 1.3.2 noch machen will. Und ja, toll. Und dann stand ich da und hatte... Aua. Und hatte keinen... na, wie heißt es jetzt? Sag schon. Ach so, und hatte kein Texturenpack. Das habe ich dann wieder nochmal, das musste ich nochmal neu machen, weil da ist die Minecraft.jar oder wie heißt es? Jar, was auch immer. War dann ja wieder futsch. Oh mein Gott, ich hungere, sehe ich gerade. Das, genau, das war dann nämlich die neueste .jar, was auch immer. Jam, das ging aber schnell. Ne, verrottetes Fleisch schmeißen wir am besten eigentlich in den Mülleimer. Was ist das? Ach, Ziegel. Mülleimer, das ist auch mal ein Gedanke. Ich sehe gerade hier die Ziegel. So. Mülleimer. Ein Lavamülleimer, der wäre doch mal nicht schlecht. Einen Lavamülleimer hätte man doch gerne, ne? Aber dafür brauche ich erstmal Lava, fällt mir gerade ein. ja. Ich wollte jetzt hier. Wie weit ist das denn? Schon ordentlich ist. Darüber könnte man und hier könnte man, da könnte man, ja. Ist ein Gedanke wert, also ein Gedanke, Dings. Ja, Setzlinge wollte ich setzen. Das war der nächste Gedanke. So, laufen wir hier mal so ein bisschen durch den Wald. Und, da. Und da. Und noch ein da. So. Weiter. Was wollte ich jetzt bauen? Sagen Sie mir, was wollte ich bauen? Ach so, ich dachte mir gerade, na, hier haben wir doch so Holz. Was passt gut zu Holz? Natürlich eine Holzfällerhütte. Nur, dass ich kein Holz dabei habe, um eine Holzfällerhütte zu bauen, oder? Ach doch, da. Ich habe so flache Stufen. Was passiert, wenn ich die hier hinsetze? Boah, ja, das ist praktisch. Äußerst praktisch. Gut. Da ziehe ich schon mal den Boden rein. Ein unüblich... Ey, was soll das denn? Das war jetzt aber gemein. So, eine unübliche Technik. Erst ein Loch buddeln und dann Boden mit Steps, mit hier Treppendingern reinzuziehen. Habe ich überhaupt genug? Na, hoffentlich habe ich genug. Dammig. Ah, also der Keller ist tief, das muss ich mir merken. Da springt man nicht einfach ins Loch. Na, 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 daneben, so. Hab's. Diesen hier, so. Und jetzt habe ich wieder keinen, achso, ich habe ja Holz bei mir, sehe ich gerade. Fichte oder Eiche? Ich mach mal Eiche. Ich brauche wahrscheinlich gleich noch mehr Eiche, dann kann ich gleich meine Bäumchen hier wieder fällen. Wie ich mir das denke. Na, ich brauche ja Dingsies. Bumsies. Druckplatten will ich nicht. Verdammt. Obwohl, zwei Druckplatten wären mal nicht schlecht. Eine Druckplatte nehme ich mir mal. Ja. Au. Oh mein Gott, war das wieder schlau. Ich laufe mal schnell. Ich habe so langsam den Verdacht, der Weg, wenn ich außen rumlaufen würde, wäre kürzer, als wenn ich durch diesen Tunnel immer renne. Aber, ja, wir haben einen Tunnel gebaut, also benutzen wir den Tunnel auch gefährlichst. Ah, hier ist wieder die Glasscheibe. Und da ist die Werkbank. Was wollte ich? Achso, ja. Dings.
Bums. Die hier. Schön. Aber noch ein paar mehr. So. Und dann wollte ich noch nämlich den hier machen. Da haben wir noch ein paar Probleme weniger. Würde ich mal grob behaupten. Schöne Sache. Schöne Sache. Ja. Habe ich hier noch Holz drin? Fichten? Da ist noch Fichte. Und ach, da ist ja noch wunderschöne Eiche. Wie sieht denn Eiche nochmal aus? Sag mir das mal einer. Weiß es nicht. Hey, da ist noch ein Fichtensetzling. Kann ich jetzt gleich auch gebrauchen. Und ansonsten... Erde da aufgefüllt. Huch, da wird's gerade still. Na, ihr Vögel, wo seid ihr? Oh, da kommt ein anderer Wald. Was ist denn das für ein Wald? Ich habe keine Ahnung, was das für ein Wald ist. Andere Vögel, anderer Wald? Keine Ahnung. Und... Stock? Stock brauche ich nicht. Was brauche ich denn? Den hier brauche ich. Pidim. Faden ist wieder out. Faden ist gerade nicht gebraucht. Das auch nicht, das Rottenfleisch. Das verrottete alte Gerödel. Sand. Kann ich auch gerade nicht gebrauchen. Samen. Pfeile brauche ich, ja. Sinnvoll. Achso, die hier habe ich immer lieber. Oder. Weiß nicht. Nee, Fleisch weg. So. Ich bin hier gerade so ein bisschen am Sortieren. Also. Ja, Knochenmehl kann weg. Und ansonsten. Habe ich jetzt alles? Ach ja, ich wollte gucken. Ich wollte gucken, wie das Eichenholz aussieht. Moment, das ist die Eiche. Ja. Das ist die Fichte. Gut. Eiche, Fichte. Eiche, Fichte. Eiche ist doch das normale Holz, wenn ich mich recht entsinne. Oder ist das nicht das normale Holz? Nee, das ist... Ist das das normale? Nee, das sind Eichenholzstufen. Gut. Ich bin mir gerade nämlich nicht sicher, welcher Baum was ist. Das irritiert mich nämlich gerade so minimal. Ganz minimal. Dann wollte ich noch ein bisschen Fichte hier machen. Und wollte mir eine Tür bauen. Genau. Und zu der Tür wollte ich nämlich noch den hier. Nämlich noch eine Druckplatte direkt gemacht. Und Fichtenholzbretter. Ich glaube, ich habe nicht genug Fichtenholz, um daraus direkt ein komplettes Haus zu bauen. Muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht zweifarbig in Holz mache. Zweifarbig in Holz. Und zwar nicht antik, sondern... Na! Was? Was zur... Was? Was geht denn hier ab? Ich bin tot.